Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine Folge von meinem kleinen Goldtagebuch präsentieren. Wir waren wieder fleißig die letzten 2 Wochen. Und zwar haben wir wieder ein bisschen Gold gemacht über verschiedene Aktivitäten wie ja, Boosting und Auktionshausgeschichten. Und ja, vor allem muss ich sagen, letzte bzw. vorletzte Woche lief relativ gut. Ich habe relativ viel Gold gemacht. Über Vision Boosts auch, 5 Masken. Das ist ein Markt, der im Moment relativ gut Gold einbringt, aber auch schon wieder, ich merke schon, die Konkurrenz wird ein bisschen größer und dementsprechend gehen die Preise einen Tick nach unten, ähnlich auch schon wie bei Freehold, wo ich jetzt kaum noch was verkauft habe. Jetzt schauen wir als erstes rein, würde ich sagen, wie wir letzte Woche abgeschnitten haben. Wir waren letzte Woche bei der Woche 23 und 24 und wir waren insgesamt bei 23 Millionen Gold. Und haben ein Plus gemacht von 3,6 Millionen. Also denke ich mal, ein recht guter Betrag. Wenn wir jetzt so die vergangenen Wochen anschauen, ist es auf jeden Fall ein ziemlich hoher Gewinn gewesen davor. Die 2 Wochen waren eher niedrig mit 1,5 Millionen. Da haben wir tatsächlich nicht so viel eingenommen. Die letzte Woche war jetzt auch nicht so krass. Die Woche davor habe ich relativ viel eingenommen und ich hatte ja auch schon angekündigt, dass ich so ein bisschen expandieren will. Ich bin auf ein paar mehr Server gegangen und zwar habe ich sowohl auf Ekwin als auch auf Erida angefangen, Chars zu nehmen, die ich da schon habe. Also ich habe sehr viele Chars auf 120. Wer mich jetzt da vielleicht noch nicht so genau kennt, der weiß, ich habe, was habe ich denn jetzt? Ich glaube, es sind 87 Chars, die ich auf 120 habe. Also sprich, die Chars auf Erida und Ekwin, die hatte ich schon auf 120 gehabt. Ich musste die nur noch mit den Berufen aufstatten, weil die Chars, die ich da hochgelevelt habe, die haben halt nichts. Die sind auf 120, haben kein Gear, kein gar nichts. Die sind einfach nur hochgelevelt, um sie halt für ID-Sachen zu nutzen. Und die habe ich genommen und habe ihnen die Berufe verpasst. Also insgesamt 6 Berufe. Ich habe auf beiden Servern sowohl Schneider und einen VZ mir geholt, Schmied und einen Lederer. Und dann sind es noch Inji und Inschriftenkunde, genau. Diese 6 Berufe habe ich geholt. Ich habe bewusst Alchi rausgelassen, weil mit Alchi mache ich tatsächlich kaum bis gar kein Gold. Und Juwe habe ich auch rausgelassen, damit verdiene ich auch fast kein Gold. Und natürlich auch die Craft-Berufe, die habe ich auch weggelassen. So, jetzt schauen wir als erstes meinen Main an. Und zwar, was haben wir mit dem gemacht? Ich gehe nachher noch auf die neuen Server ein, wenn wir soweit sind. Jetzt gehen wir aber erstmal auf den Main ein, was ich die Woche mit Boosting gemacht habe. Und zwar sind wir letzte oder vor 2 Wochen waren wir bei dem Main bei 12.370.000 und jetzt habe ich auf dem Main-Account 16 Millionen. Heißt, ich habe da ganz gut was plus gemacht. Fast 4 Millionen Gold plus gemacht. Das ist einiges, was ich über Boosting eingenommen habe. Und ich habe sogar noch mal ein bisschen was investiert. Ich habe nämlich etwa auf dem Main 4, vielleicht sogar 500.000, ich weiß es nicht genau, wie viel es ist. Aber es war so, da ich mit dem Char hier sowohl Schmiedekunst als auch Leder-Items im AH habe und ich festgestellt habe, dass die Preise hier extrem runtergegangen sind, ne? Also hier die kompletten Preise, die waren vor 1,5 Wochen, wo ich ein Reset durchgeführt habe, waren viele Preise bei 2000, 1000 Gold pro Stück. Und da machst du tatsächlich keinen Gewinn, sondern du machst bei manchen Items sogar Verlust. Dann bin ich hergegangen und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt her und hau ein Reset rein. Ich kaufe alles auf, was im Auktionshaus ist, was vom Preis unter ja, 2000, manchmal sogar unter 3000 Gold ist, resette das und hau das Teure wieder rein. Mittlerweile muss man sagen, also wenn wir jetzt hier durchscrollen, viele Sachen sind jetzt noch über 4000, über 3000. Es geht jetzt hier schon langsam wieder runter und hier am Ende der Skala sind schon ein paar Sachen, die schon wieder auf 1000 Gold runtergehen. Es sind aber wenige. Vor 1,5 Wochen, bevor ich den Reset gemacht habe, waren halt 2 Drittel der Items in dieser Preisrange und da machst du kaum mehr Gewinn. Deswegen habe ich einen Reset reingehauen, habe alles aufgekauft. Wie gesagt, so, ich habe es nicht genau mitgeschrieben, leider, aber so ein bisschen über 400.000 habe ich ausgegeben. Selbiges habe ich dann auch noch auf Antonidas mit dem Schneider gemacht. Da habe ich auch nochmal so 100, 200.000. Also ich denke mal, alle 3 Craft-Berufe, also Schmied, Lederer und Schneider zusammen, habe ich ausgegeben. Ein bisschen über 1/2 Million, würde ich sagen. Die ich da rausgehauen habe. War es das wert?
Ich meine schon, zumindest die meisten Items haben sich jetzt gehalten, dass sie teurer sind. Ich habe damit, denke ich mal, nicht nur mir einen Gefallen getan, sondern auch allen anderen, die diese Items verkaufen. Weil das Problem ist, es sind sehr viele Leute in dem Markt, jeder haut seine Items wieder rein, automatisch mit dem Addon und unterbietet wieder einen anderen für einen gewissen Betrag. Und irgendwann war so eine Blockade an Items, die halt extrem günstig drin waren, dass keiner mehr aus dem Markt richtig rausgehen konnte, außer man kauft halt alles raus und fängt den Preis wieder komplett von vorne an, ne? Ja, war jetzt eine Investition. Ich denke, sie hat sich ausgezahlt. Jetzt gucken wir rein, was ich verkauft habe mit dem Char. Ihr seht, es ist jetzt ganz gut was drin. Ich habe 214 Mails. Die ersten 100 sind jetzt hier 318.000. Ich hoffe, man sieht es auch. Also eine durchschnittliche Ausbeute für meinen Main Char. Mit dem verkaufe ich eigentlich immer ganz gut was. Ohne die Geschichten sind wir jetzt hier, wie gesagt, bei 16.023 Gold. Ich habe mittlerweile ein bisschen auf dem Zweitchar auslagern müssen, weil man ja nur 10 Millionen auf einem Char haben kann und ich dann ständig am Cap war. Jetzt habe ich schon mal vorsorglich ein bisschen was weggeschickt, dass wir da nicht die Problematik kriegen. Also wie gesagt, sind wir da, ja, hier 300, 360k haben wir da, 3 Millionen 600.000 etwa plus gemacht. Ich denke mal, mit dem Gold, was wir hier noch haben, müssen wir die 4 Millionen knacken mit dem Mainchar, obwohl ich, wie gesagt, eine knappe halbe Million investiert habe. Gut, ich würde sagen, das packen wir alles raus. Also diese Items, die hier drin sind, wie ihr seht, das sind eigentlich alles Schmiede- und Leder-Items. Viele von denen habe ich tatsächlich für wenig Gold aufgekauft und habe es jetzt ein bisschen teurer verkauft. Krass hoch sind die Preise trotzdem nicht. Ihr seht, vieles ist dabei für 2, 3, 4.000. Manche Teile sind mal für 7, 8K drin. Also extreme Preisschwankungen. Hier haben wir sogar eins für 12K verkauft tatsächlich. Aber extrem ist es natürlich hier nicht hochgegangen, ne? Hier seht ihr noch, das war noch vor dem Reset, vor 18 Tagen. Da sind teilweise Sachen für 900 Gold weggegangen. Und das schmerzt halt ein bisschen. Da habe ich mit jedem Teil minimal Gewinn gemacht, wenn nicht sogar miese. Und das schmerzt halt, deswegen habe ich den Reset durchgeführt, ne? Einfach um aus diesem miese Bereich rauszukommen. So, jetzt sind wir schon. Jetzt haben wir hier Plus gemacht. Oh, die 300k, die drin waren. Jetzt nehmen wir das andere hier auch nochmal raus. Ich denke mal, alleine damit müssten wir dann auf 500, vielleicht sogar auf 600k noch hochkommen. Dann sind wir auf jeden Fall im guten Plusbereich. Ja. Freut mich immer, dass ich auf Antoninas noch so viel raushol. Da seht ihr, das sind die älteren Sachen. Wie low hier die Gewinnspannen waren. Das ist fast alles, was ich da verkauft habe, bei lediglich 1000 Gold. Ne? Hier sind auch noch ein paar Festmeter dabei. Ein bisschen was habe ich mit Kochen auch gemacht. Die sind aber mittlerweile alle weggegangen und dementsprechend habe ich keine Festmeter mehr. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt in nächster Zeit mich ein bisschen hinhocke und auf Mechagon diese Teile farme, also diese Parts, um ein paar Festmeter herzustellen, weil die sind erstaunlich gut weggegangen und dementsprechend bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob sich das rentiert. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben halt echt, wir haben richtig Kohle gemacht hier. Ja, habe ich ganz gut geschätzt, ne? Also am Berufsmatz haben wir jetzt nochmal, oder am Berufsgewinn haben wir jetzt nochmal 600.000 Gold rausgezogen. Sind jetzt hier bei 16.656.000. Das ist eine gute Ausbeute. Man muss denken, ja, mit dem Char habe ich halt 400 Kader investiert, aber ich habe noch sehr, sehr viele von diesen Teilen übrig. Also, wenn wir jetzt hier mal grob drüber gucken, wenn ihr jetzt schaut, ich habe 4 auf meinem Main noch und 11 zum Beispiel auf dem Twink. Ich habe einige weggeschickt, einfach, dass mir das Inventar nicht zugemüllt wird. Hier zum Beispiel habe ich 8 auf dem Char noch, 22 auf dem Twink rübergeschickt. Ne? Also, ich habe jetzt ziemlich viele Vorräte. Hier bei den Schuhen 11 auf dem Main Char, 16 auf dem Twink. Also das sind diese Vorräte. Ich habe jetzt bei vielen Items sehr große Vorräte, was tatsächlich eigentlich nicht geplant war. Ich muss jetzt gar nichts mehr craften, weil ich die Sachen halt noch zwischengelagert habe. Kurz davor habe ich blöderweise viel Expulsum geschaffelt und ihr seht, ich habe 2165 Expulsum auf der Bank. Und jetzt muss ich halt erstmal diese aufgekauften Items abverkaufen, bevor ich was Neues craften kann. Und ich glaube, ich brauche auf dem Char hier nie wieder Expulsum schaffeln, weil mit 2000 Expulsum, ich befürchte fast sogar ein bisschen, dass ich das bis zum Addon-Ende nicht loswerde. Also, dass ich nicht alles Expulsum loswerde. Also, naja, aber wir haben jetzt ein bisschen vorgesorgt und gut ist. Gut, dann sind wir auf dem Main-Account durch. Dann gehen wir auf den zweiten Account. Und zwar hier auf meinem Crap-Chart habe ich jetzt vorhin gerade noch das ganze Zeug wieder in Sahar gestellt, dass wir rankommen. Hier eine kleine Story am Rande. Ich habe mit dem hier
Ich glaube, 300k habe ich mit dem mehr gehabt. Ich habe einen Gold-Switch gemacht. Und zwar, ganz lustige Geschichte, ich habe auf Erida, habe ich ja angefangen, die Berufe hochzubasteln. Ich hatte auf Erida, glaube ich, nur um die 100k Gold. Jetzt kam dann, genau an dem Tag, wo ich auf Erida anfangen wollte, alle Berufe hochzubasteln und 100k am Rande, kann ich euch gleich schon mal erzählen, reicht halt nicht, ja. Dann kam genau an dem Tag irgendein Typ an, der hat mich angeschrieben, hey du tauschst doch auch Gold hin. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen, wenn ich auf dem Server was hab. Dann meinte er, ja, er würde gern, er hat Gold auf Eridan und wird das gerne auf Antonidas haben. Und ich dachte mir so, Moment, genau das, was ich brauchen würde. Und dann hab ich mit dem Goldtausch gemacht. Hab halt, ne, was halt üblich ist in der Szene, 10% genommen, hab ihm halt hier 300k gegeben, auf Erida habe ich 330k gekriegt, Gewinn gemacht und noch auf dem Server, wo ich quasi meine Berufe loslegen wollte, ne, perfektes Gold gehabt, das weiß ich nicht. Wie gerufen kam das? Ideal, ne? Noch 10% plus, wunderbar. Deswegen habe ich jetzt hier auf dem Chart 300k weniger, dafür auf Erida hatte ich dann 330k mehr. Und das habe ich tatsächlich auch gebraucht, ne? Kann ich euch nachher mal zeigen. So, was haben wir jetzt bei dem Crapchar hier plus gemacht? Ihr seht sehr, sehr viel so Kleinzeugel. Also 90% ist hier wirklich im, ja, 30, 80 Gold. Das sind auch viele Mats, die ich mit anderen Twinks kriege und die ich zudem schick und verkaufe. Aber ein paar Sachen stechen tatsächlich raus. Ich habe einmal verkauft hier Robe der Einsicht für 71.000. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding gut aussieht. Wahrscheinlich irgendeinen Kack. Dann habe ich hier irgendwelche Handschuhe für 75k verkauft. Auch da habe ich keine Ahnung, ob die Dinger gut aussehen. Und das sind so diese seltenen Sachen, die man abverkauft, die halt richtig Kohle bringt, aber das ist nicht alltäglich tatsächlich. Also ihr seht, ich kann jetzt hier mal durchscrollen. Das leckt sogar schon so ein bisschen, wenn ich hier anfange durchzuscrollen, wie viele Items ich hier drin habe. Das sind, glaube ich, über 2000. Mittlerweile siehst du leider hier keine Anzahl mehr, aber es sind sehr, sehr viele. Und da sind ab und an dann solche Dinger dabei, wo du richtig Kohle machst. Das sind auch hier 175.000 Gold, die wir da eingenommen haben. Aber ihr seht, das allermeiste sind dann irgendwelche so Kleinscheißsachen. Oder gut, es gibt hier auch mal irgendeine Brustplatte, die ich für 6k verkauft habe. Aber es ist halt viel, viel Mist dabei, ne? Und da muss man, habe ich vorhin im Stream auch schon erzählt, muss man viel Geduld mitbringen, das immer wieder alles auch reinzuhauen. Und man muss vor allem auch denken, es ist tatsächlich viel Repost-Kosten, also mit viel Repost-Kosten verbunden. Heißt, ihr müsst ja auch immer relativ viel zahlen, wenn ihr Transmog-Items einstellt, weil Items, die ihr ausrüsten könnt, kosten relativ viel zum Einstellen. Im Gegensatz zu irgendwelchen Mats, die sind meistens relativ günstig tatsächlich. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen mehr drin. Da ist jetzt nichts Tolles dabei. Hier haben wir irgendwelches Knotenhautleder, das ich noch gefarmt habe, wo ich meine eigenen Transmog-Items hergestellt habe. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Was haben wir hier noch? Irgend so eine Rute des Feuersturms für 4k verkauft. Irgend so ein Harnisch. Okay. Naja, also ist jetzt nichts Dolles dabei. Das nehmen wir jetzt auch noch raus. Müssten knappe 200k sein. Ich sage mal so, 200k für irgendeinen Crap, den ich nicht aktiv gefarmt habe, sondern der so nebenbei abgefallen ist, ist doch ganz schön. Wie gesagt, ich brauche aber teilweise eine Dreiviertelstunde, bis ich halt diese 2000 Items wieder einstelle. Ne? Das müsst ihr so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich habe glücklicherweise, wie ihr seht, zwei Accounts. Ich mache das quasi, lasst es nebenbei, während ich hier auf dem Main-Account was mache, reinlaufen über TSM und dann habe ich keinen Zeitaufwand. Das ist das Schöne. Das waren jetzt knapp über 200k. Ja, nimmt man mit das Gold für dieses ganze Crap-Zeug und ich habe noch genug drin. Also, bis ich bei dem Char alles loswerde, kann es noch lang dauern. Vor allem, ich schicke auch immer wieder Sachen zu dem Char. Wenn ich bin ja für mein eigenes Transmog-Zeug, ein bisschen was in alten Content am Farmen, dann fällt hier was ab, dann fällt in dem Dungeon mal irgendwas ab. Und alles, was über 1000 Gold wert ist, schicke ich dem rüber. Oft ist es dann so, dass sich das lange nicht verkauft, dann verkaufe ich es halt nur für 500 Gold irgendwann. Aber es ist alles ein bisschen Gold, was man da zusammenbekommt. Nun, ne? Es summiert sich halt. So, jetzt gucken wir mal zu den Chars, die aktiv was herstellen. Und zwar habe ich hier auf Antonidas noch meinen Char, mit dem ich VZ und Schneider habe. Oder ich gucke meistens, dass ich die beiden Berufe auf einem Char habe. Einfach, wenn ich nämlich Expulsum schaffe, ihr habt ja vorhin gesehen, auf meinem Main habe ich relativ viel Expulsum. Dann kommen ja auch, weil es random ist, bei diesen Handgelenken, die ich herstelle, sowohl blaue als auch grüne raus. Und diese grünen schicke ich zu einem Char und shuffle halt da das Expulsum durch und die blauen entzauber ich halt immer. Und wenn es auch auf dem gleichen Char ist, dann ist es halt immer ganz dankbar, dann kann ich es halt direkt entzaubern. Ne? Ist kein Muss, aber ist praktisch. Zumindest habe ich es jetzt auf meinen neuen Chars so angelegt, dass die immer das VZ und ne? VZ und Schneider immer auf demselben Char sind. Und ihr seht, ich verkaufe dann auch die Splitter,
Und das bringt tatsächlich relativ viel Gold. Hier habe ich 900 Splitter verkauft für 1100 Gold. Dann 180 von den Epic-Splittern für 20.000 Gold. Und tatsächlich relativ viel von dem Gold, was ich hier einnehme, sind die Verzaubermats. Also, ihr seht, ich verkaufe hier 2000 Splitter, habe ich hier verkauft. Ne? 1600 Staub. Also, das sind. Und das zieht sich hier so durch. Also, es sind sehr, sehr viele von diesen Mats-Sachen auch dabei. Hier wieder 2500 Splitter. Die sind blöderweise auf Antonidas fast nichts wert. Du kriegst noch 10 Gold für einen Scheiß Splitter, ja. Aber da ich solche Massen schaffe, habe ich einfach extrem viel. Oh, das Zeug läuft alles bald ab. Ich sollte das vielleicht mal rausnehmen. Aber das letzte Mal nicht. Warum ist denn das so lang schon? 2 Tage. Ups, ich verliere, glaube ich. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen Gold verloren. Ups. Egal. Genau. Mit dem Char habe ich auch ein bisschen was resettet. Ihr seht, hier sind manche Sachen dabei, die relativ günstig rausgegangen sind. Auch die Schneidersachen habe ich resettet. 100k habe ich etwa ausgegeben für. 286 haben wir jetzt wieder eingenommen. Und ich habe jetzt auch relativ viele Schneidersachen, die ich klar. Wie bei dem Leder- und Schmiedechar noch auf Lager habe, die ich jetzt so nach und nach abverkaufe. Aber das Problem ist, Schneiderei, egal auf welchem Server ich bin, ne, ich bin jetzt auf 4 Servern aktiv, ich denke mal, ich habe jetzt schon so einen ganz guten Einblick. Die Schneidersachen, die sind auf allen Servern so günstig im Auktionshaus drin, dass du kaum Gewinn mit denen machst. Also, ich weiß nicht, warum das so ist, warum Leder- und Schmiede-Items wesentlich besser gehen, auch schwere Rüstung tatsächlich. Gut, schwere Rüstung verkauft sich relativ langsam, ne? Aber wenn es verkauft wird, sind die Preise einigermaßen okay. Aber das ist Stoffzeug, das weiß ich nicht. Da machst du nicht viel mit. Gut, jetzt haben wir hier, was haben wir gemacht? 286.000, sind jetzt wieder knapp über 1 Million, ist ganz schick. Wobei ich natürlich sagen muss, der Schneider-Char, der leidet halt immer. Der verliert immer sehr viel Gold, einfach dadurch, dass ich für alle anderen Chars auf dem Account die Stoffe kaufen muss. Und ich kaufe halt die Stoffe nicht in kleinen Beträgen, sondern ich kaufe halt immer gleich 20.000 Stoffe. Komplettes im Inventar ist voll. Dann werden wieder 2.000 Handgelenke draus gemacht. Kaufe wieder 20.000 Stoffe. Also es kann halt sein, dass ich ja einfach mal an dem Tag 100.000 Stoff kaufe, ne? Und das durchhau. Und wenn dann ein Stoff halt 2, 3 Gold kostet, könnt ihr euch ausrechnen, ist halt schon ein bisschen was an Gold. Ne? Deswegen ist es halt auch so wichtig, wie teuer die Stoffe sind. Ich habe nämlich auch überlegt, ob ich noch auf einem anderen Server anfange, auf Lothar, wo ich auch ein paar Chars habe. Da habe ich nämlich früher mal gespielt. Und da ist aber die Problematik, das ist ein Low-Pop-Server und da kostet einfach ein Stoff 6, 7 Gold. Und wenn ich überlege, ob ich einen Stoff für 2 Gold kaufe oder für 6, 7, hört sich zwar jetzt nicht nach Riesenunterschied an, aber wenn du dann in Dimensionen denkst von 10.000, 100.000 Stoffen, dann macht es sehr, sehr viel auf, wenn das drei- oder vierfache kostet. Gut, dann haben wir hier mein Inji-Char. Inji muss ich sagen, lang habe ich stiefmütterlich behandelt, hat fast kein Gold gebracht, aber mittlerweile, ihr seht, wie viele Waffen ich hier verkauft habe. Also dieser Streitkolben, der verkauft sich in letzter Zeit verdammt gut. Viele Leute twinken. Und viele Leute kaufen diesen Streitkolben tatsächlich. Und der ist solide, ne? Also der Streitkolben kostet mich nicht mehr herzustellen als jegliche anderen Items. Und der liegt solide zwischen 3.000 und 4.000 Gold. Herstellkosten sind vielleicht ein bisschen unter 1.000 Gold. Schöner Gewinn, kann man nichts sagen. Also Inji, mittlerweile eine feine Sache. Am Anfang war Inji immer so ein Beruf, wo ich echt gesagt habe, ja, ich logge ein, habe 3 Items verkauft in der Woche. Ja, mittlerweile. Die Waffen gehen gut weg. Aber ich merke das auch bei Schmied. Bei Schmied, die Waffen auf allen Servern, die ziehen an. Du hast ja mittlerweile diese 4-10er-Items, die du mit den Twinks ausrüsten kannst. Aber am Waffenslot hast du halt nicht so ein Item. Und das ist halt das Schöne für so einen Verkäufer, wie es ich bin oder vielleicht die auch ihr seid. Ja, 240k, nur mit Inji. Ich habe mit dem noch Juve. Ne? Aber mit Juve mache ich tatsächlich im Moment nichts. Ja, es lohnt sich nicht. Das Einzige, was du groß verkaufen kannst, sind Gems. Da ist die Gewinnspanne mir persönlich, zumindest auf den Servern, wo ich unterwegs bin, zu gering. Lohnt sich für mich nicht. Und dann hättest du noch Möglichkeit, Ringe zu craften. Und zwar aber nur 310er Ringe. Und wenn wir ehrlich sind, wer kauft einen 310er Ring? Ich habe die am Anfang, habe ich die ein bisschen verkauft. Mittlerweile habe ich es sein lassen. Das lohnt sich nicht. Da, die verkaufen sich zwar schon, ja, also ab und an kriegst du schon ein paar los, aber da ist die Gewinnspanne echt relativ gering und dann lohnt sich's nicht. Also ich muss halt immer auch ein bisschen gucken, lohnt sich die Zeit zu investieren, die ganzen Mats zusammenzuholen, das ist immer wieder ins Sahar zu stellen. Und wenn ich dann teilweise auch ganz knapp nur im Plus bin, dann fressen mich die Auktionsgebühren auch auf. Ne? Das muss man auch immer so ein bisschen berücksichtigen. So, dann habe ich jetzt hier noch meinen Hexenmeister auf Antonidas. Mit dem habe ich ja Alchi und Inschriftenkunde. Ich verkaufe im Moment mit dem hier
hauptsächlich diese Gefäße, ne? Also das ist so eine Schildhand. Und was ich noch, und vor allem die Schildhände, teilweise sind die, was für Stats drauf sind, sind die unterschiedlich viel wert. Ihr seht hier Schildhand mal für 4000 Gold, hier Schildhand auch wieder 4000, hier auf einmal eine für 14.000 verkauft, ne? Einfach 10k mehr als die anderen. Hier auch wieder 14.000. Und die kosten aber alle gleich viel zu mehr Stunden. Ich würde mal sagen, 1000 Gold, 2000. Ja, nee. Ja, obwohl die Schildhalter sind teurer, ne, weil man die Tinten verbraucht. Vielleicht 2000 Gold, 2500, sowas. Kosten die etwa zum Herstellen. Und manche sind halt einfach einen Haufen teurer. Und dann verkaufe ich halt noch die Kompendiumsteile. Das Problem ist, auf vielen Servern habe ich jetzt festgestellt, dass die Kompendium-Dinger, also das sind Trinkets, 400er Item-Level auch, dass die Preise ziemlich low sind, so um die 3000 Gold nur. Und dass dass die Kräuter, die man braucht, um sie herzustellen, relativ teuer. Auf manchen Servern kosten sie 40 Golden Kraut. Dann lohnt sich das einfach nicht mehr. Mittlerweile sind sie hier wieder ein bisschen runtergegangen. Wir können jetzt mal hier aus Interesse auf Antonidas gucken. Da kann ich euch so eine Rechnung zeigen, die ich immer anstelle. 30 Gold kostet es im Moment. Ihr könnt rechnen, ihr braucht für ein Trinket braucht ihr 45 Tinten. Das Zeug kostet absolut nichts. Pergament kostet auch nichts. Also das könnt ihr ignorieren. Expulsum, je nachdem, was die Stoffe kosten. Ich rechne in ein Expulsum 200 Gold. Sagen wir 400 Gold hast du hier. Baseline-Kosten 45 Tinten. Die Tinten, wenn ich die jetzt an sich kaufen würde. Alter Schalter. Fast 100 Gold. Wenn ich jetzt sage 96 mal 45, dann wären wir alleine bei den Tinten bei 4300 Gold. Heißt, wenn so ein Kompendium hier, was ist das wert? Die Preise sind hochgegangen. 5000 Gold, was ist denn da los? Hat einer resettet? Ah, schau mal, hier, das hier kostet schon nur 2000. Da wären wir mit den 4000 schon mal drüber. Gut, so kannst du nicht rechnen. Du musst das Kraut nehmen, ne? Dann musst du die 30 Gold, was ein Kraut kostet, geteilt durch Faktor 0,6 rechnen. Ich habe mir mal ermittelt, wie die Proc-Chance aus einem Kraut ist, um eine Tinte zu bekommen, ne? Glaubt einfach, es ist etwa 0,6. Nicht genau, aber Pi mal Daumen 0,6. Dann haben wir einen Preis von 50 und das mal 45, dann sind wir bei 2250 Gold. Und warte mal, was haben wir geguckt? Bei dem Kompendium waren es bei 2,9. Dann kannst du rechnen, wenn der Preis von dem Stoff fürs Handgelenke-Schaffeln etwa bei 2 Gold, 2 Gold 50 liegt, kannst du rechnen, in Expulsum liegen wir etwa bei 200 Gold. Brauchst du 2 Expulsum, kannst du plus 400 rechnen und dann bist du bei Herstellkosten, gut, du hast noch ein bisschen hier das Zeug, aber ihr seht, da kostet eine Tinte ein Gold. Also, und das Dings, die beiden kannst du, da rechnest du vielleicht nochmal 50 Gold drauf. Ja? Rechne mal 50 Gold drauf, für den Shit, dann bist du bei 2,7. Ne? Dann bist du bei 2,7 und das Ding ist bei 2,9 knappen 3k. Du musst aber noch rechnen, du hast Einstellkosten und wenn du es verkaufst, hast du nochmal einen prozentualen Anteil, der weggeht. Du hast kaum mehr Gewinn. Also das würde sich zum Beispiel schon mal nicht lohnen, gerade einzukaufen. Ne? Diese Rechnung machen viele nicht und ballern dann Zeug rein. Hier für das Ding wird es sich lohnen. Ne? Da bist du bei über 1500 im Plus. Bei dem anderen ist die Gewinnspanne zu gering. Also das würde ich gerade zum Beispiel nicht herstellen. Lohnt sich schlichtweg nicht. Und das muss man immer so ein bisschen gucken, wo die Kosten liegen. TSM hat zwar theoretisch eine Berechnung drin, aber sobald Expulse mit drin ist, ist immer ein bisschen schwierig. Dann sind die Daten immer nicht so gut. Genau. Aber dass wir zum Ende kommen, was haben wir hier? Knappe 200k haben wir verdient. Ja, ist ganz nett. Ist okay, jetzt sind wir auf dem zweiten Account auch hier fast bei 500k. Jetzt habe ich blöderweise am Anfang nicht geguckt, wie viel Miese ich gemacht habe, aber und zwar geht es mir jetzt um einen Punkt, den ich euch gleich nochmal in meiner Statistik zeigen kann. Wir loggen jetzt mal schnell auf Blackmoor um. Ich habe ja hier meine Tabelle, was ich letzte Woche hatte. Wir waren ja letzte Woche auf dem zweiten Account bei 10.656.000. Ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, bei wie viel ich jetzt hier, bevor ich das Gold rausgenommen habe, war. Aber ich war, glaube ich, da ich ja sowohl auf Eredar als auch auf Ekwin fast eine halbe Million investiert habe. Ich habe mir das nämlich hier aufgeschrieben. Also auf Ekwin habe ich 474.000 investiert und auf Eredar waren es fast genauso viel. Ich hatte 145.000 plus die 330.000, die ich mit dem anderen getauscht hatte. Dann war ich auch auf 475.000. Und diese in Anführungszeichen fast eine halbe Million, die ich auf beiden Servern investiert habe, um mit allen Berufen an den Start zu kommen, haben
ich kann so sagen, nicht ausgereicht, um alle Berufe auf Max zu skillen und die Items herzustellen. Ich war überrascht, ich dachte, mit einer halben Million bin ich gut aufgestellt, hat nicht gereicht, tatsächlich. Ich musste dann auf beiden Servern mit ein paar Berufen anfangen, Sachen versuchen zu verkaufen, die Gewinne wieder nehmen und wieder in die nächsten Berufe investieren. Ich denke mal, man braucht wahrscheinlich 600.000, 700.000, um mit allem an den Start zu kommen. Gut, ich rede davon, die Berufe auf Max zu skillen und alle Items fünfmal herzustellen, um sie wieder zu verkaufen, ne? Also das ist mit dabei natürlich. Also ich habe alleine hier schon für Equin und Erida 1 Million fast ausgegeben. Dann ist der Schneider-Char auf Antonidos hier auch noch drin. Bei dem waren es auch 100 bis 200.000. Und dann natürlich habe ich einen Haufen Expulsum geschaffelt. Also ich glaube, ich war hier runter bei knapp 9 Millionen. Also ich habe etwa 1,5 Millionen Investitionskosten diese Woche auf dem zweiten Account gehabt. Gut, zwei Server komplett neu angefangen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich diese Investitionskosten über die anderen Server wieder reingeholt habe, beziehungsweise über die Server selber. Das muss ich mal schauen und der Punkt interessiert mich, deswegen habe ich das jetzt so ein bisschen ausgeführt. Vielleicht ein bisschen lang an der Stelle. Genau, und jetzt schauen wir nochmal rein. Also ich meine, ich war bei 9 Millionen und noch 100 oder 200.000, also knapp 1,5 Millionen habe ich die Woche an Investitionskosten auf dem zweiten Account gehabt. Mal gucken, ob sich das Ganze amortisiert hat. Ich wäre tatsächlich schon zufrieden, wenn wir unterm Strich auf dem zweiten Account auf null rauskommen, muss ich ehrlich sagen. Dann wäre es schon echt gut. Ja. Mal gucken, was haben wir. Ja gut, was haben wir jetzt vorhin eingenommen? Auf dem einen hatten wir 200k, auf dem anderen hatten wir auch 200k. Können vielleicht hinkommen. Schauen wir mal, ob wir es mit Antonidas, ob wir es da schon wieder drin haben. Nee, seht ihr mal, jetzt sind wir bei 9, also knapp bei 10 Millionen. Aber ich glaube, auf Antonidas habe ich jetzt fast 800.000, ne? Reingeholt. Wir werden, glaube ich, hinkommen, weil ich habe jetzt auch noch komplett Blackmore. So, jetzt sind wir auf meinem Blackmore-Char. Der hat einmal Ingi und VZ. Und mit dem habe ich tatsächlich auch ein paar VZ-Rollen drin, weil das früher mein Horden-Main-Char war und der auch den Ruf hat. Und nur da lohnt es sich dann auch VZ-Rollen herzustellen. Seht ihr, hier sind wir im Gewinnbereich. Im VZ lohnt sich tatsächlich nur, die Verzauberungsrollen herzustellen, wenn ihr den Ruf habt und auch die höheren Ränge. Sonst braucht ihr nicht anfangen. Ja? Und da müsst ihr halt sehr viel mit dem Char farmen. Und das will ich eigentlich mit den Gammeltwinks nicht machen. Mit dem Char habe ich es gemacht, weil der halt, mit dem habe ich hier Dazar Alor mythisch geradet. Und der hat auch noch das Gear von damals an tatsächlich. Seitdem habe ich mit dem nichts mehr gemacht. Aber dafür hat er den Ruf oben und dementsprechend lohnt sich das auch, ein paar Rollen herzustellen. Aber selbstverständlich verkaufe ich mit dem auch diese Zauberstäbe. Die lohnen sich ab und an auch. Und natürlich habe ich mit dem auch Ingi. Und was haben wir hier rausgezogen? Ah, fuck, habe ich da wieder meinen Postkasten nicht aufgeräumt. Ja, auch 200k drin. Aber ihr seht, ich habe hier geschaffelt. Und das ist der Char, der halt VZ hat. Und da kommen natürlich hier dann die ganzen Handgelenke an, die ich dann noch entzaubern muss. Aber ich denke, wir haben nicht so viel im Postkasten, dass ich das nicht alles rausnehmen könnte. Jetzt machen wir das einfach mal. Knappe 200k wird angezeigt. Ein bisschen mehr ist noch drin. Ja, auf jeden Fall ganz nett. Für ein paar Ingi-Items, ein bisschen VZ-Sachen. Ab und an verkaufe ich Rollen. Und wie ihr seht, ich verkaufe auch die trüben Kristalle und ein paar andere Sachen. Ich habe hier auch ein bisschen Transmog auf dem Char, was ich noch am Abverkaufen bin, aber nicht mehr so viel tatsächlich. Also das hält sich in Grenzen. Aber hier gehen tatsächlich die Kristalle noch ein bisschen, ja, wohl auch nur noch 15 Gold, ne? Auch nicht mehr so viel. Ich glaube, wenn, dann war es auf Equin oder Erida. Da habe ich die blauen Kristalle noch für 35 Gold verkauft. Wenn ich überlege, ich verkaufe sie auf Antonidas für 10 Gold. Ah, ist halt echt krass, was da der Unterschied ist. So, jetzt muss ich bloß gucken. Jetzt nimmt er mir die ganzen Handgelenke raus. Die will ich jetzt eigentlich nicht haben. Jetzt muss man wahrscheinlich das restliche Gold so noch nehmen. Die muss ich irgendwann anders mal dissen, wenn ich die Muße habe. Das machen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Nehmen wir das restliche Gold noch raus, dass wir auf dem Stand sind. Und dann stoppen wir jetzt an der Stelle und nehmen hier noch die 11.000 für die trüben Kristalle raus und die 4K. Dann haben wir jetzt mit dem Char 234k gemacht. So. Jetzt werde ich gerade im Stream gefragt, wie oft ich Cancel-Scan mache. Viele Leute meinen, dass ich ständig einen Cancel-Scan mache. Ich muss euch sagen, die letzten 2 Wochen, wo ich jetzt hier auf Equin und Erida
neu angefangen habe, musste ich halt sehr viel dort herstellen mit dem zweiten Account und ich musste auch sehr viel da an Explosion schaffen, weil ich alle Items, das komplette Sortiment ja von null hochbasteln musste. Heißt, ich hatte kaum Zeit mit den bestehenden Accounts Kennzeichen-Scans zu machen. Ich habe teilweise jetzt hier mit dem zweiten Account die Sachen nur einmal am Tag rausgenommen und wieder neu eingestellt. Davor habe ich es teilweise zweimal, manchmal sogar dreimal am Tag gemacht, was eigentlich auch wenig ist. Ne? Wenn du viel verkaufen willst, musst du es eigentlich auf einem großen Server alle Stunde, alle Dreiviertelstunde, alle halbe Stunde rausnehmen und da reinnehmen. Gut, die fressen natürlich die Auktionshausgebühren auf, also vor allem bei so Waffen. Ich glaube, unter einer Stunde würde ich nicht gehen, tatsächlich, um einen Repost zu machen. Weil ich habe, also bei meinem Main habe ich das mal beobachtet. Ich sehe ja hier oben auch, was ich ausgegeben habe, wenn ich gerade ausgelockt habe und dann ein Cancel-Ding mache. Ich glaube, 8.000, 9.000 Gold für einen Full-Repost habe ich gezahlt. Ne? Und überleg mal, du musst natürlich dann auch wieder das einnehmen. Diese 8.000, 9.000 Gold, die du dafür ausgibst. Deswegen ist immer so ein bisschen tricky. Sudala, jetzt sind wir auf meinem Char auf Blackmore. Der hat hier Inschriftenkunde und Schneider. Und ihr seht es hier, die Sachen, auch die Schneider-Items, hier eine Hose 6.000 Gold, ein Umhang 4.000 Gold. Auf Blackmore sind die Preise, obwohl ich habe auf Blackmore keinen Reset durchgeführt, noch nie gemacht, sind die Preise trotzdem höher als auf Antonidas nach dem Reset. Das, ich weiß nicht, Blackmore sind die Grundpreise höher, die Mattkosten aber nicht. Heißt, ich habe eine höhere Gewinnzahl. Ich habe hier gar nicht so viele Items verkauft, bin aber trotzdem auf über 300.000. Einfach, weil die Preise höher sind. Antonidas ist, muss man sagen, ein sehr, sehr umkämpfter Server. Und da sind die Preise einfach niedriger, man muss so sagen. Wobei, die Compendium-Dinger, die Compendium-Teile auf Blackmore, die kannst du echt vergessen. Also, ich habe eine Weile nichts verkauft. Hier 1.800 habe ich hier ein Compendium nur verkauft. Da werde ich wahrscheinlich sogar Minus gemacht haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber ich habe geguckt, auf Blackmore sind auch die Kräuter runtergegangen. Teilweise kosten die Kräuter aus Nashiatan nur noch 19, 18 Gold. Und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Dann habe ich wahrscheinlich immer noch keinen Gewinn mit dem gemacht. Das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass ich ein Compendium für 1000 irgendwas Gold nur verkauft habe. Das sollte man nicht tun, aber bei den Mengen passiert es auch mir, dass ich Verkäufe tätige, die nicht rentabel sind oder die sogar, wenn man es ehrlich sagt, die miese Geschäfte sind. Aber in der Masse der Items geht sowas unter, tatsächlich. Aber da sollte ich tatsächlich mehr ein Auge drauf legen, weil da habe ich was verkauft, was nicht sinnig ist, tatsächlich. Ja, das tut mir auch ein bisschen weh, aber im Großen und Ganzen habe ich gut was plus gemacht. Da nochmal 300.000, kann man nichts sagen. Aber das war eine miese Geschichte. Also unter 2,5 will ich eigentlich kein Compendium verkaufen, auch wenn die Preise von den Kräutern so günstig sind. Wir können jetzt mal aus dem Eigeninteresse mal kurz gucken. Die schwanken teilweise auch stündlich die Preise, weil es natürlich auch Leute gibt, die Interesse daran haben, die Kräuter zu resetten. Seht ihr, 19 Gold. Ich habe die Preise schon einigermaßen gut im Ding, weil ich da, also vor allem bei diesen Kreuzsachen, bin ich stark am Nachrechnen immer. Wo sind die Preise? Lohnt sich's nicht? Ja, da bin ich immer am Gucken. Okay, aber hier, sollen wir es durchrechnen? Ich glaube, dass ich trotzdem miese gemacht habe. Was haben wir gesagt? 19 geteilt durch 0,6, 31 mal 45, 1,4. Ich habe gemeint 1,5 etwa, dass wir liegen. Was habe ich so verkauft? Ich glaube, dann muss das Expulsum noch rechnen. Ja, ich habe trotzdem miese gemacht. Egal. Nicht viel. Aber das hätte man trotzdem nicht machen sollen. So, dann kommen wir jetzt zu dem Char noch. Zu meinem Schmiede- und Leder-Char. Was wir schon mal machen können, fällt mir gerade ein. Hier mal die Dings eintragen. Was haben wir gesagt? Hier haben wir 16... Warte, ich schreib's mir mal auf. 16.665. Nicht, dass ich mir das nicht merken könnte, aber ne? Wir können es hier... Na, okay. Ich hätte es mir lieber merken sollen. Da wird die eigene Unfähigkeit hier wieder wird zutage getragen. Gut. Ah, aber da, alleine hier haben wir schon mal 4 Millionen plus gemacht. Sogar über 4 Millionen. Das ist schon mal gut. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auf 0 rauskommen mit dem zweiten Account. Dann wären das schicke 4 Millionen plus. Vielleicht kommen wir sogar auf plus mit dem zweiten Account raus. Schauen wir mal, was jetzt der letzte Blackmore-Charnau sagt, weil ich kann schon mal spoilern auf Erida und Antonidas. Wir können danach halt auch mal reinschauen, auf Erida und Equin können wir nachher halt auch mal reinschauen.
Aber wie gesagt, da musste ich ständig die Gewinne wieder aus dem Postkasten sofort rausnehmen, um weiter mich finanzieren zu können, ne? Also da wird nicht viel im Postkasten sein. So, aber hier ist, denke ich mal, viel im Postkasten. Und zwar ist das mein Bergbau, sage ich, mein Schmiede- und Lederadschar. Und der hat auch 190 Mails. Der hat ähnlich viele sogar, ähnlich viele Verkäufe wie mein Main-Char mit denselben Berufen. Und hier muss ich sagen, mit dem Main-Char, weil ich ja mit dem eigentlich ständig eingeloggt bin, tue ich öfter resetten. Mit dem Main-Char tue ich teilweise 3, 4, 5 Mal am Tag resetten. Also vor allem, wenn es ein Tag ist, wo am Wochenende, wo ich länger mit dem on bin, da resette ich oft. Und der Main-Char hat nicht extrem viel mehr Cells, ne? Was hatte der? 210? 220 und der hatte jetzt 190, also da ist die Differenz nicht so groß. Und mit dem habe ich an den meisten Tagen einmal, vielleicht zweimal resettet, nicht öfter. Also da muss man auch wieder sagen, auf Blackmoor verkaufe ich auch mit weniger Resets ähnlich viel tatsächlich. Und die Grundpreise sind, ohne dass ich den Markt resetten muss, was ich ja, wie gesagt, auf Antonius getan habe, im Gros sind sie besser. Aber das ist halt Server-Economy. Ich kann euch sagen, ich habe auf Eredar angefangen und da sind sie auch sehr gut. Also auf Eredar sind die Preise gut. Auf Ekwin zum Beispiel ist eher miese. Also keine Ahnung. Das ist, ja, am besten, wenn ihr überlegt, auf einen neuen Server zu gehen bei sowas, schaut euch vorher an, wie liegen die Preise sowohl von dem Endprodukt als auch von den Mats. Das habe ich, wie gesagt, auf Lothar auch getan und habe. Also ich habe mir, glaube ich, nur die Mats angeguckt und das hat mich schon mal abgeschreckt. Vor allem selbst der Stoff, ne? Also hier dieser Grundstoff hier, geschwindelnde Leinen, selbst der war 6, 7 Gold, waren die billigsten und da waren, glaube ich, auch nur 10.000 drin. Und dann ging es schon mit 15 Gold weiter. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, lass gut sein, das macht keinen Sinn. Dann müsstest du das Endprodukt für so einen teuren Preis anbieten, dass es wahrscheinlich keiner kaufen würde. Und das macht dann, also da gewinnst du dann nichts. Deswegen habe ich es sein lassen. Oh, knacken wir hier gerade die 5 Millionen auf Blackmoor? Komm, nimm das noch raus. Fuck, ist das doch hier? Okay, die Nachricht hat einen Datenfehler. Ich will die 5 Millionen knacken. Wir sind bei 4.900.000. Okay, da ist kein Gold drin. Nein! Bitter. Bitter. Aber was haben wir jetzt hier gemacht mit dem? Oh, 500.000 Gold. Das ist auch nicht schlecht. Das ist zwar weniger als auf Antonidas, aber wie gesagt, mit wesentlich weniger Resets und mit wesentlich weniger Aufwand. Und ich habe hier keinen kompletten Marktreset durchgeführt, ne? Krass. Gut, dann sind wir auf. Gut, 800 Gold fehlen auf Blackmoor, dass wir die 5 Millionen haben. Aber dafür, dass wir mit fast null angefangen haben auf dem Server vor x Wochen, ist das schon echt ganz gut. Okay, jetzt linse ich schon mal rein, ob wir jetzt an dem von letzter Woche dran sind. Oh, wir haben sogar Plus gemacht, ne? 11 Millionen, die 1,5 Millionen, die wir investiert haben, haben wir zu dem Zeitpunkt mit meinen zwei Stammservern wieder reingeholt, tatsächlich. Das ist sehr stark. Wir merken, wir waren bei 10,6, jetzt bei 11. Und wir haben ja die 1,5 insgesamt rausgehauen, ne? Also, wie gesagt, 1 Million für die zwei neuen Server etwa. 100 bis 200k für den Schneider-Reset auf Antonidas und die letzten 300k für Expulsum, ne, shuffeln. Ich muss auch auf den Servern immer wieder Expulsum shuffeln. Das, was ich an Gold raushol aus dem Postkasten, ist nicht Gewinn, das ist Umsatz, ne? Das müsst ihr immer berechnen. Ich habe ja auch Kosten für die Items, ne? Also das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass ich ja auch für die Items ja, das Expulsum shuffeln muss. Das ist natürlich auch Zeitinvestment. Und dementsprechend muss ich auch schauen, dass ich die Mats kaufe, diese Stoffe und alles Mögliche. Gut, okay. Dann schauen wir jetzt nochmal kurz auf Equin rein. Ich habe erst auf Erida angefangen, tatsächlich. So etwa vor 10 Tagen habe ich auf Erida angefangen, das Ganze zu basteln. Und so etwa vor einer halben Woche habe ich auf Equin angefangen. Deswegen auf Equin. Ist nicht viel Gold vorhanden. Da bin ich froh, dass gerade alle Berufe oben sind, dass ich die Items im AHA habe. Mehr ist da eigentlich. Wir können jetzt mal trotzdem reingucken, was wir drin haben. Oft konnte ich das Gold auch nicht im Postkasten lassen, weil ich halt. Ich hatte oft das Problem, ich konnte nichts mehr ins Auktionshaus stellen, weil ich kein Gold mehr auf den Chars hatte. Also ich musste das Gold aus dem Postkasten nehmen, um wieder neue Items einstellen zu können, weil alleine die Postkosten zu viel waren tatsächlich. Aber wir können mal reingucken, ob ich hier irgendwas drin habe.
Ich glaube nicht, ich habe alles rausgenommen, oder? Doch, ich habe sogar anscheinend ein bisschen was drin. Hier sind 40k drin, 47k, das nehmen wir mal raus. Das ist wie gesagt mein Char jetzt auf Equin. Der hat einfach Schneider und VZ. Also hier Schneider auf Max und VZ auf Max. Mit dem verkaufe ich auch noch so ein paar Stahlschweinchen und sowas, ne? Aber ja, ein paar Rollen habe ich jetzt noch, die ich zum Skillen benutzt habe. So ein Zeug versuche ich auch noch abzuverkaufen. Wir wollen ja alles zu Gold machen. Und ganz wichtig, ich habe mir mit den zwei neuen Chars, also mit den VZ-Chars, habe ich die Questreihe hier gemacht mit dem Zauberstab. Und wer jetzt nicht weiß, was das für ein Item ist, wenn du mit einem BFA-Beruf auf Skill 150 bist, dann kannst du ein Handwerksgegenstand bauen. Und dieser Handwerksgegenstand hat verschiedene Fähigkeiten, je nachdem, welches Handwerk du quasi hast. Also zum Beispiel habe ich mit dem Druid, hier mit dem Ledertypen, habe ich ein Item, hier diesen Hammer, den ich öfter nutze, kann ich schmeißen, dann kriege ich ein HT, ne? Das ist zwar nur 25% stark, aber HT, und ich kann es halt alle 10 Minuten schmeißen. Ist praktisch, kann ich mittlerweile auch in Instanzen und so reinhauen und ist eine coole Sache, auch wenn ich queste oder irgendwas mache, immer mal wieder HT schmeißen, obwohl ich kein Charmy bin. Coole Geschichte. Also, das ist ein starkes Berufsitem. Beim VZ hast du ein Item, was dir pures Gold bringt, denn wenn du das VZ-Item dir holst und Sachen disst, dann kriegst du immer zusätzliche Matt. Wenn ich jetzt ein grünes Item normal disst, kann ich nur einen Staub rauskriegen. Wenn ich ein blaues Item disst, kann ich eigentlich nur einen blauen Splitter kriegen. Wenn ich ein Epic disst, dann kann ich halt auch einen Epic Splitter kriegen. Wenn ich jetzt dieses VZ-Item habe, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich immer von der Stufe höher zusätzliche Items kriege. Heißt, ich disse diese blauen Handgelenke, kriege dann nicht nur einen Splitter raus, sondern teilweise drei blaue Splitter und ich kriege teilweise einen Epic-Splitter raus. Und das macht halt viel aus. Ich disse ein blaues Handgelenk und kriege halt teilweise zwei blaue Splitter raus, plus einen Epic-Splitter, der halt mal 100, 200 Gold wert ist pro Server. Und deswegen, und ihr habt ja gesehen, bei dem einen Char, ich disse halt mal 1000 Handgelenke oder so. Und das macht dann richtig Gold aus, wenn du dieses Ding hast. Deswegen habe ich mir das geholt. Die Questreihe dauert ein bisschen, aber es ist es wert, wenn ihr aktiv seid. Und hier seht ihr, der Char hat kaum noch Gold, um Items einzustellen. Deswegen musste ich immer wieder das Gold hier rausnehmen, weil ich sonst nichts mehr einstellen konnte, weil ich halt blank war, ne? Das ist jetzt der Char, mit dem ich, hier seht ihr, habe ich auch alle möglichen Items drin, Schmiede und Lederer. Und hier sind die Preise auch tatsächlich einigermaßen okay auf Equin. Und ja, mit dem habe ich, ihr seht, mit dem habe ich auch Explosum gestaffelt. Alleine der Chart hier wieder 500 Explosum und da geht halt viel Gold raus. Deswegen musste ich halt ständig das Gold hier rausnehmen. Also das, was ich hier rausziehe, ist vielleicht das Gold von den letzten paar Tagen. Ihr seht, das ist alles 29 und 28. Das sind immer die vergangenen Tage, also 30 ist das Höchste, was du haben kannst, also von den letzten 2 Tagen ist das nur, weil ich halt immer das Gold rausnehmen musste, um halt wieder Explosum zu schaffeln, um wieder neue Items einstellen zu können und so weiter. Deswegen kommt jetzt hier nichts raus. Ich denke mal, beim nächsten Video werden wir mal so sehen und können wir dann ein bisschen besser die Server vergleichen, was wirklich geht auf Equin bzw. auf Erida. Aber wie gesagt, ich habe halt die Chars auch erst vor knappen halben Woche oder so gesetuptet für die halbe Million und musste dann halt immer wieder das Gold von den ersten Chars rausnehmen, um die nächsten zu finanzieren. Also ich glaube, ich habe mit der halben Million sowohl auf Erida als auch auf Blackmoor etwa 3 Berufe fertig bekommen. Heißt auf Max plus alle Items craften, den vierten so halb. Und dann musste ich erstmal das Gold wieder reinvestieren, immer sofort wieder aus dem Postkasten rausnehmen, wieder neue Sachen craften und dann zu nach einer halben Woche habe ich dann auch den letzten Char quasi, also den dritten Char mit den 2 Berufen fertig basteln können. So, jetzt schauen wir mal, was hat der noch? Das ist mein Inschriftenkundler und Inji-Char. Der wird jetzt tatsächlich nicht so viel drin haben. Obwohl, auch nochmal 60k geht eigentlich. Kann man machen. Da, das sind sogar so ein paar ältere Sachen, ne? 25, also 5 Tage ist das schon her. Ja. Da habe ich die auch etwa gebaut. Anscheinend habe ich das bei dem gar nicht rausgenommen. Es sind jetzt alles keine großen Beträge, aber es läppert sich natürlich auch wieder zusammen. Und ja, dafür, dass ich alle Berufe oben habe, alle Items im AA habe und jetzt schon wieder 200k, ist das doch ganz in Ordnung. Also der Item Value, den ich im AA habe, der ist wahrscheinlich deutlich höher als das, was ich investiert habe, schätze ich mal. So, jetzt ist das Video schon ewig lang. Wir gehen jetzt aber dennoch auf den letzten Server auf Erida und schauen da noch rein. Was wir da noch so drin haben. Den habe ich, wie gesagt, schon ein bisschen länger. Also den habe ich vor über einer Woche schon soweit alles fertig gebastelt. Heißt, der müsste jetzt noch
oder die Chars müssten so ein bisschen mehr noch an Gold drin haben. Und Errol, da muss ich sagen, sowohl bei Schmiedekunst als bei Lederer geht ganz gut was. Die Preishöhe ist relativ gut, ähnlich wie auf Blackmore tatsächlich. Ich muss so ein bisschen feststellen, Antonidas ist so ein bisschen der schlechteste Server, obwohl das mein Main-Server ist, ne? Wenn ich da nicht extrem eingreifen würde, würde ich mit Abstand die schlechtesten Zahlen erwirtschaften, tatsächlich. So, das ist hier, wie ich es beim anderen auch schon gemacht habe. Der erste Char ist immer mein VZ bzw. Schneider-Char. Ihr seht hier, sind schon wieder 2600 Splitter. Warum habe ich die nicht ins Haar gestellt? Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Und hier haben wir ein bisschen was verkauft. Vor allem, ihr seht, das sind jetzt hier nur 300 Gold, aber das sind irgendwelche Sachen, die ich zum Skillen benutzt habe. Aber das sind halt Item-Level 310er Items, ne? Also ich habe halt sehr viele Sachen hier auch noch im AH, die ich zum Skillen benutze. Und hier kam jetzt tatsächlich nicht so viel rum, 58.000. Hier sind auch ein paar ältere Sachen, obwohl so alt sind die gar nicht, 4 Tage sind die nur alt. Anscheinend habe ich auch auf dem zwischendrin das Gold rausgenommen, weil ich halt immer auch wieder Expulsum schaffen wollte. Ihr seht, ich habe hier auf zwei Chars nochmal 200 und auf dem anderen auch nochmal 100 Expulsum, was ich dann nochmal drauf geschafft habe. Es gibt Leute, die, weil ich auch die Frage gerade im Stream nebenbei lese, es gibt Leute, die kaufen die 310er Items, weil sie halt einfach, weil ich die halt teilweise hier für 400 Gold im AH habe, ne? Die kaufen die halt, rüsten ihren Twink aus, der vielleicht an dem Item einen 220er Item hat. Und freuen sich dann halt, weil ihnen ein 400er Item, das 4000 Gold kostet, zu teuer ist. Dann kaufen sie lieber eins für 400 Gold, was halt lower ist. Gibt solche Leute, ja. Bei 400 Gold bin ich schon überlegen, ob ich es lieber disse, drauf gamble, dass ich zwei Epic-Splitter kriege. So ein Epic-Splitter ist im Schnitt so 100, 200 Gold wert. 150, denke ich mal, auf den meisten Servern. Wir können mal gucken, was er hier wert ist. Oh, hier ist er relativ wenig wert. 111 Gold nur, tatsächlich. Ja, gut, hast du 200 Gold, ne? Und so habe ich es jetzt für 400 verkauft. Naja. Gut. Ach so, hier. Wisst ihr, was ein bisschen ätzend ist? Hier ist der Scrapper von der Horde. Deswegen bin ich hier unten immer meistens am Postkasten, aber da kannst du nicht instant ausloggen. Und ich muss ehrlich sagen, die Allianz hat es halt so viel besser. Die komplette Hauptstadt, da kannst du halt instant, oder halt alles, wo relevant ist in der Hauptstadt, kannst du instant ausloggen. Bei der Horde musst du da oben reinfliegen. Gut, man mag jetzt sagen, es ist kein weiter Weg, ne? Kein Stress, aber wenn du halt bei sehr vielen Chars einfach nur durchloggst, Postkasten rausnimmst, Auktionshaus reinschmeißt, weiter loggst, dann ist es doch immer jedes Mal wieder hochzufliegen, dann wieder runter für Scrappen, ist dann doch eine Zeit, die sich quasi auf die Anzahl der Chars, ne, aufsummiert. Weil ihr seht ja, wir loggen relativ viele durch, ich habe jetzt doch sehr viele Chars und da summiert sich das teilweise. Und dementsprechend nervt mich das so ein bisschen. Da ist bei der Allianz schöner. Da ist der Scrapper auch nicht weit vom Postkasten weg. Du kannst instant ausloggen. Ja, der Schmiedehammer ist auch nah. Kannst du nichts sagen. Gut, okay. Dann haben wir jetzt hier den vorletzten. Das ist jetzt mein Lederer und Schmiedechar. Und ich glaube, mit dem habe ich relativ gut was eingenommen. Der hatte, naja, aber ihr seht, er hat auch kaum noch Gold im Inventar, weil ich das Reposten relativ teuer war. Und ja, hier haben wir 281k. Das waren über 300k, aber ich musste einiges rausnehmen, um mir neue Mats kaufen zu können, weil ich konnte nichts mehr nachposten. Und ihr seht, das sind alles relativ neue Items. Das älteste ist 24 Tage alt. Ich habe blöderweise von oben rausgenommen, fällt mir gerade ein. Also 6 Tage alt, das sind jetzt die Einnahmen von einer Woche in etwa, ja, die ich da drin habe. Und wie gesagt, einiges ist auch weggenommen, weil ich kein Gold mehr hatte, um neue Sachen zu craften. Und da bin ich relativ zufrieden. Also für das, dass der Char nicht mal eine Woche gesetupt ist, habe ich da gut was abverkauft. Ich schätze, wenn ich den jetzt in der Intensität weiterlaufen lasse, die nächsten 2 Wochen, dass der tatsächlich das Potenzial hat, die anderen Schmiedeleder-Chars auszustechen. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Also wenn ich das jetzt allein so ein bisschen hochrechne, ne, müsste ich drüber kommen über die anderen. Aber das ist reine Spekulation an der Stelle. So, aber das erhöht natürlich meinen Gewinn nochmal gut. Und vor allem hier das Servergold, ne, steigt natürlich extrem hoch. Was hatten wir gesagt? 475k hatte ich am Anfang. Habe ich investiert für alle Berufe auf Max und alle Items. Und jetzt haben wir es schon fast alleine mit dem schon wieder reingeholt. Das ist halt echt krass. Achso, hier müssen wir wieder hochfliegen. Seht, ich stehe mit den ganzen Chars hier an der gleichen Stelle. Und dann haben wir jetzt tatsächlich nur noch einen Char, dann sind wir komplett durch. Und ich muss mir überlegen, wie ich es dann
ab den nächsten Wochen mache mit dem Videoformat, weil eigentlich will ich nicht, dass das Format zu lang wird. Also ich hatte schon das Problem mit den zwei Servern, dass es relativ lang gedauert hat mit dem kompletten Durchloggen, mit dem Gold gucken. Ich bin aber überlegen, ob ich das eindampfe und die Postkasten nicht mehr in dem Videoformat aufmache. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Einfach, dass das so ein bisschen kompakter wird, weil ich will eigentlich nicht, dass es hier eine Dreiviertelstunde, Stunde lang wird, sondern so 10 Minuten, Viertelstunde würden vollkommen ausreichen. Da bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich das ein bisschen eindampfe, dass wir das anders machen, dass ich da nicht mehr alle aufmache. Weil jetzt mit vier Servern ist es halt echt ein bisschen viel, ne? Mit allen Berufen da rumhantieren. Was haben wir hier drin? 60k nochmal. Das ist jetzt nochmal mein Ingi und ja. Ingi und Inschriftenkunde Char. Und da seht ihr auch, das sind halt auch diese Low-Items, ne, die ich zum Skillen benutzt habe. Deswegen sind da sehr viele günstige Dinger drin, die ich halt einfach jetzt erstmal loswerden will. Und wir haben die auf Erreda tatsächlich den, nach einer Woche wohlgemerkt, schon alles wieder reingeholt. Das hat sich komplett amortisiert. Gut, was ihr natürlich rechnen müsst, ich habe einen Haufen Zeit da rein investiert, ne? Das darf man natürlich nicht vergessen, aber das Gold hat sich wieder amortisiert. Die 475k, die ich ausgegeben habe, habe ich nach einer Woche schon eingenommen, habe alle Items immer H und habe alle Berufe oben. Und das Gold haben wir auch wieder. Schicke Sache. Gut, die Zeit gibt mir keiner wieder, die ich hier am Shuffeln verwendet habe, aber ja, das freut mich natürlich. Gut, auf Erreda sieht es natürlich noch nicht so aus. Warte, wo haben wir auf Equin, wo haben wir Equin? Equin haben wir die Hälfte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Equin sich rappeln wird und dass ich spätestens nächste Woche wieder auf Null oder sogar einen guten Gewinn rauskommen werde. So, dann kann man noch eintragen, was wir an Gold gemacht haben. Wir haben 11.611.000. 11.611.000. Und wir haben die Woche einen Gewinn von einem halben Goldcap gemacht. Schön. 5 Millionen, zwei, also nee, es sind 2 Wochen, ne? Ich übertreibe immer. Es ist hier quasi Woche 25 plus Woche 26. Ich bin ja im Moment in dem zweiwöchigen Rhythmus, aber so viel haben wir schon lange nicht mehr eingenommen. 5.241.000. Und ja, ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte. Jetzt sind wir bei overall 28.267.000. 1000 Gold. Gut, ich muss die Woche jetzt aber auch noch ein bisschen was boosten. Ich habe noch mit dem Main tatsächlich erst einen 5-Masken-Run geboostet. Heißt, ich habe hier auch noch ein paar ne, Marken. 6 Runs kann ich noch machen. Muss mal gucken, wie es mit den Preisen jetzt die nächsten Tage ausschaut, ob ich ein bisschen runtergehen muss. Mittlerweile wird die Konkurrenz ein bisschen größer. Da muss man schauen, aber das hat auf jeden Fall noch Potenzial, ein bisschen Gold einzuspielen. Und ja, damit wären wir am Ende von dem Video. Mich würde es interessieren, was ihr meint. Wollt ihr das komplette Gold jedes Mal sehen, was ihr aus dem Postkasten nehmt? Oder sagt ihr, gut, das haben wir jetzt schon die ein oder andere Mal gesehen, ist nicht so interessant. Lieber die Endzahlen für den, den es interessiert, dass ich es so schon mal rauspacke und dann nur die Liste zeige. Okay, das habe ich mit dem gemacht, das habe ich mit dem gemacht. Und dass ich dann einfach über neue Sachen rede, die ich die Woche angepackt habe, was auch Farming Boosting betrifft, dass wir das Video einfach ein bisschen kürzer halten. Das muss ich mir überlegen. Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.